amigos und Grüße aus Spanien. Heute sind wir wieder unter dem Auto. Ich habe den Unterfahrschutz bereits demontiert, denn es geht darum, die Kupplung zu entlüften. Denn wenn man die Kupplung tritt, komplett durch bis zum Fußboden, dann bleibt sie dort hängen und kommt nicht zurück. Und es lassen sich auch keine Gänge einschalten. Das hängt mit dem Entlüften der Bremse zusammen, da dort die Bremsflüssigkeit so weit abgesackt ist, dass aus dem gleichen Behälter ja auch die Kupplungshydraulik gezogen wird, dass in diese Luft hineingelangt ist. Wir haben dann die Bremse entlüftet, die funktioniert wunderbar, aber wir haben nach wie vor Luft in der Kupplung und die gilt es nun zu entfernen. Und dabei ist also das Schwierigste, und ich konnte auch im Internet überhaupt nichts finden, wo sich tatsächlich der Entlüftungsnippel oder das Entlüftungsventil für die Kupplung befindet. Logischerweise muss sie unten an der Kupplungsglocke irgendwo sein, und da suche ich sie jetzt gerade verzweifelt. Und ja, das dauert einen kleinen Moment, weil man auch schlecht gucken kann. Ich muss mir gleich noch eine Leuchte holen und dann werde ich das entsprechende Ventil auch finden. Und dann geht es mit der Entlüftung los. Das Ganze ist überhaupt nicht einfach, wenn man nicht im Ansatz Erfahrung oder eine Vorstellung hat, wo dieses Entlüftungsventil sein könnte. Und ja, deshalb brauche ich also doch eine ganze Zeit Sucherei, um das dann wirklich tatsächlich am Ende lokalisieren zu können. Scheiße, los. So, hier sind wir jetzt. Und genau da ist er. So, und was haben wir hier mit dem? Können wir hier mit dem auch irgendwas erreichen? Irgendwas in der Richtung, dass man da was sehen kann vielleicht? So, jetzt erstmal gucken, was haben wir hier für eine Größe. Denn das wird ja wahrscheinlich so sein, dass das, der ist zu groß. Der ist zu klein, scheiße. Das ist ein Achter. Passt überhaupt nicht. Ein Achter, ein Neuner, ein Zehner und ein Achter. Ja, der Achter ist zu groß. Der Achter ist zu groß. Das ist ja sehr erstaunlich. Ein Achter, der zu groß ist.
7 nett zu sein. Scheiße. Jetzt funktionieren. Nein, das funktioniert leider nicht, denn es dauert eine ganze Zeit, bis ich feststelle, dass dieser Kontaktanschluss, den ich auf dem Schlauch drauf habe, extra zum Entlüften, so ein, ja, wie sagt man, so einen flexiblen, aufschnappbaren Kontakt. Und jetzt müssen wir den mal aufmachen. Der ist eben so, dass er nicht richtig abdichtet und dadurch kein richtiges Vakuum zieht. Aber das merke ich erst ein bisschen später. Aber noch zieht er nicht. Noch zieht er nicht. Hier gut zu sehen, mein Vakuumsystem, das befindet sich also aus dem blauen Anschlussstück, was auf das Ventil aufgesetzt wird, das Entlüftungsventil. Dann folgt ein klarer Schlauch, der in einer Box endet. Und aus dieser Box geht dann ebenfalls ein Schlauch wieder heraus, der zur Vakuumpumpe geht. So ist es möglich, also ein Vakuum zu ziehen, ohne dass die Flüssigkeit in die Vakuumpumpe direkt hineingerät. Das Problem ist, dass diese Entlüftung und speziell der blaue Anschluss eigentlich für das Entlüften von Bremsanlagen gemacht ist. Besonders der blaue Anschluss. Und hier kann man jetzt sehr schön erkennen. Offensichtlich hat man hier verschiedene Größen verwendet, sodass der blaue Anschluss eben auf dem Entlüftungsventil der Kupplung nicht hundertprozentig passt und damit nicht hundertprozentig abdichtet. Schweinenummer ablässt. Was mir eine ganze Reihe von Problemen bereitet, bis ich das endlich begreife. Dennoch haben wir eine Unterdruckfunktion. Da ist jede Menge Luft drin. Und es wird also tatsächlich Flüssigkeit herausgesaugt und vor allen Dingen jede Menge Luft. Machen wir den mal ein bisschen zu. Und müssen gucken, ob oben. Wie man am klaren Schlauch erkennen kann. So, wir haben jetzt hier schon ein bisschen was abgefüllt, vor allen Dingen Luft. Und was wir jetzt machen müssen, ist, dass wir oben gucken. Auf keinen Fall darf uns ja oben praktisch die Bremsflüssigkeit zu wenig werden. Denn dann haben wir ja komplett verspielt. Das müssen wir gleich überprüfen. Lieber einmal mehr zu prüfen als einmal zu wenig. Denn sonst können wir gleich anfangen, alle Räder neu zu. So, oben ein bisschen nachgefüllt. Das ist natürlich extrem wichtig. Jetzt diese Sau wieder ein bisschen lösen. Es ist natürlich alles nicht so praktisch hier, dass man da so wunderbar rankommt. Oh, jetzt kommt es in den nächsten Sekunden, Minuten zu eigenartigen Schnittsequenzen.
Was ist passiert? Ich habe in meinem Programm einen speziellen Bereich, in dem ich alle aktuell laufenden Kameras einfügen kann, die dann synchronisiert werden. Und ich kann dann zwischen den Kameras jeweils hin und her schalten und entscheiden, welches Bild angezeigt werden soll. Das habe ich auch in diesem Fall gemacht. Und das hat auch im ganzen Film eigentlich geklappt, bis auf diese Sequenz. Dort wird immer dann, wenn ich praktisch auf das Entlüftungsventil gefilmt habe oder geschnitten habe, um zu zeigen, wie viel Luft aus dem Schlauch kommt, diese Aufnahmen sind spurlos verschwunden im Schnittprogramm irgendwo. Und stattdessen gibt es also nur die Aufnahmen der anderen Kameras. Und es gab an der Stelle nur ein Schwarzbild und das Ganze auch noch ohne Ton. Also hier hat sich irgendwie ein Programmfehler eingeschlichen, der aber genau jetzt zu Ende ist. Was noch passiert ist, ist, dass ich den blauen Adapter abgenommen habe und habe den Schlauch direkt auf das Ventil aufgesetzt. Dadurch ist er viel strammer und es gibt keine Nebenluft mehr. Hier ist wieder schön zu erkennen, dass der Wechsel zwischen der Kamera 1 und der Kamera 2 über das spezielle Schnittprogramm nun wieder funktioniert. Warum es an der anderen Stelle nicht funktioniert hat, weiß ich nicht. Aber ich habe das ja auch im Schnelldurchgang dann laufen lassen, sodass das keine allzu große Belästigung für euch darstellt. Hoffe ich zumindest. Also, nochmal Grüße gehen raus an Pinnacle. Man kann an dem Behälter relativ gut erkennen, dass ich schon einiges an Flüssigkeit rausgeholt habe, die ich natürlich oben im Bremsflüssigkeitsbehälter immer wieder entsprechend nachgefüllt habe, um zu verhindern, dass sowohl die Bremse als auch die Kupplung erneut Luft zieht. Das ist also sehr wichtig, dass ihr darauf achtet, denn das, was ihr unten rausholt, fehlt oben und wenn zu viel fehlt, habt ihr plötzlich Luft im System. Auch solltet ihr dabei beachten, dass der Behälter nicht zu voll wird, denn dann läuft die Bremsflüssigkeit praktisch in den Ansaugschlauch zur Pumpe über. Und das ist nicht gut, wenn da eben diese aggressive Bremsflüssigkeit reingerät, dann habt ihr nicht lange was von der Pumpe. Und ihr seht, also es ist ganz knapp bei mir. Ich muss also dringend diesen Behälter demnächst oder möglichst schnell ausleeren. Am Manometer gut zu erkennen, dass das System im Moment unterdrucklos ist. Jetzt schließe ich also das Ventil, sodass weder durch Unterdruck etwas herausgesaugt werden kann, noch dass rückwärtig wieder Luft eingezogen werden kann. Das ist ganz wichtig. Wenn das Ventil also richtig geschlossen ist, dann müsste ich Unterdruck erzeugen können, der aber sich nicht ausgleicht dadurch, dass er Flüssigkeit aus dem Ventil rauszieht. Jetzt haben wir hier über 2 Bar Unterdruck. Sondern der Unterdruck müsste eigentlich konstant bestehen bleiben. Und genau das mache ich hier, indem ich den Unterdruck auf minus 2 Bar erhöhe oder erniedrige oder absenke. So, und wieder oben gucken, was oben los ist. Genau das hier ist der Moment, in dem ich das überflüssige, sich im Behälter befindende Bremsflüssigkeit oder die im Behälter sich befindende Bremsflüssigkeit in eine leere Flasche fülle und somit nicht die Gefahr besteht, dass Bremsflüssigkeit in meine Unterdruckpumpe gerät. Nun kann ich das Entlüftungsventil wieder öffnen, wieder Unterdruck ziehen
Und das muss ich also so lange wiederholen, bis ich wirklich blasenfrei, also luftfrei, nur noch Flüssigkeit habe. Immer dabei beachten, oben immer nachfüllen, dass oben nicht zu wenig Flüssigkeit im Bremsflüssigkeitsausgleichsbehälter ist. So, wir haben jetzt 2 Bar unter Druck. Jetzt wollen wir noch mal gucken, ob wir die Sau noch ein bisschen gelöst kriegen hier. Also ich muss erkennen, dass dort doch gewaltige Mengen Luft in den Kupplungskreislauf gelangt sind und dass das doch ziemlich aufwendig ist, die da wieder rauszuholen. Also ja, so weit, so gut. So, und jetzt ist meine Frau gekommen und das hat folgenden Vorteil, auch für alle, die ein solches Gerät nicht besitzen, so eine Unterdruckpumpe, man kann das auch ohne Unterdruckpumpe zu zweit machen. Und zwar läuft das ähnlich ab wie beim Bremsen. Das heißt, einer muss im Fahrzeug sitzen und unten wird gesagt, okay, dann tritt diese, oder beziehungsweise dann öffnet man unten das Ventil. Die im Fahrzeug sitzende Person tritt das Kupplungspedal bis zum Boden durch und bestätigt dies. Dann wird unten das Ventil wieder zugedreht. Von unten wird gesagt, okay, und die Person oben im Auto entlastet das Kupplungspedal. Jetzt wird unten wieder aufgedreht und es wird das Kommando gegeben, oben wieder voll bis zum Bodenblech durchzutreten und in dieser Position zu verharren. Und dann wird das Ventil wieder geschlossen. Oben wird entlüftet, das heißt nicht entlüftet, oben wird entlastet. Und unten wird das Ventil dann wieder aufgedreht. Durchgetreten oben, Ventil zugedreht, oben entlastet. Also genau wie beim Bremsen, das kann man ein paar Mal hintereinander machen. Das ist deutlich, wie soll ich sagen, effektiver als das mit dem Unterdruck, weil da wirklich richtig ein Schwung an Hydrauliköl rauskommt. Und man kann das noch unterstützen, wenn man dann praktisch den Motor anmacht, denn dann läuft auch die Hydraulikpumpe und das System steht ohnehin unter Druck. Also das ist der Idealfall. Und ihr werdet sehen, dass genau das die Sache ist, die ich jetzt gemeinsam mit meiner Frau auch durchführe. Also auf mein Kommando C tritt meine Frau das Kupplungspedal bis zum Bodenblech durch und verharrt in dieser Position. Ich habe zum gleichen Zeitpunkt das Ventil geöffnet, sodass Bremsflüssigkeit austritt, beziehungsweise Hydraulikflüssigkeit. Nachdem ich das Ventil geschlossen habe, rufe ich meiner Frau OK zu. Und diese entlastet oben das Kupplungspedal. Okay. Ohne, dass sich jetzt durch das geschlossene Ventil erneut Luft in das System saugen kann. Diesen Vorgang muss man nun so lange wiederholen, bis keine Luft mehr im System ist.
Aber Achtung, immer oben den Ausgleichsbehälter nachfüllen. Denn sonst holt ihr euch neue Luft ins System rein und dann werdet ihr nie fertig. So, jetzt gehe ich nach oben, starte den Motor und schalte alle Gänge durch und lasse den Wagen auch im ersten, zweiten, dritten, vierten Gang anrucken, um zu sehen, ob die Kupplung wirklich greift. Deswegen seht ihr jetzt von unten, dass der Wagen vor und zurück schwankt. Das ist also mein Test, dass die Entlüftung dass die Entlüftung geklappt hat. So, also die Karre kuppelt wieder ein. Das sieht alles bestens aus. Wir können jetzt, natürlich müssen wir hier den Scheiß komplett schließen. So, das ist das. Und jetzt müssen wir den im Uhrzeigersinn, logischerweise, komplett dicht machen. Und dann müsste das eigentlich funktionuckeln. Alle Gänge lassen sich butterweich schalten. Das Kupplungspedal kommt wunderbar zurück, bleibt nicht mehr unten am Boden kleben. Also das ist ein Kupplungsgefühl, ja, als wäre das eine neue Kupplung. Fantastisch. Das Ganze funktioniert natürlich nur bei hydraulischen Kupplungen. Also zum Beispiel beim Jimny haben wir eine Seilzugkupplung. Da geht das ein bisschen anders. Das heißt, da muss man nicht entlüften, da muss man den Seilzug einstellen. Hier muss entlüftet werden. Und es hat einwandfrei funktioniert. Ich schalte alle Gänge durch, butterweich, wie ein neues Getriebe. So, ich denke. Wo ist mein Lappen? So, und jetzt den kleinen Canucci hier wieder rauf. Den Bucci Canucci, dass er abgedeckt ist. So, das sollte eigentlich das die Nummer gewesen sein. Nach menschlichem Ermessen. Menschlichem Ermessen sollte es das gewesen sein. Hola Houston, kein Problem. Na dann ist ja gut. Hola Amigos und Grüße aus Spanien. Der Kanal Jetzt helfe ich mir selbst braucht dringend eure Hilfe. Klingt komisch. Ist aber so. Um weiter existieren zu können, benötige ich wirklich jedes einzelne Abonnement von euch. Für euch ist das natürlich alles absolut kostenlos und ohne jede Verpflichtung. Gleich welcher Art, jederzeit widerrufbar. Aber das wusstet ihr ja natürlich bereits. Für mich ist das allerdings ein Unterschied wie zwischen Himmel und Hölle. Bitte helft mir mit eurem Abo. Zusätzlich die Glocke angeklickt. Und automatisch verpasst ihr nie wieder ein neues Video von mir. Danke für euer Verständnis und danke fürs Abo. Euer Pixel. Und endlich können wir das Auto wieder zusammenbauen. Das heißt, nachdem alles wunderbar entlüftet ist und geklappt hat, geht es jetzt darum, den Unterfahrschutz wieder zu montieren. Und das haben wir ja schon mal gemacht und deswegen geht der in Superschnelldurchlauf für euch. Wir wollen uns ja nicht mit Dingen beschäftigen, die wir schon kennen. In diesem Sinne.
So, hier haben wir den Ausgleichsbehälter. Der ist also genau richtig befüllt. Deckel wieder rauf. Das wäre natürlich fundamental. Fundamental. Also, Zündschlüssel rein, vorglühen, starten. Das Kupplungspedal ist jetzt so, wie es sein soll. Und wir müssten jetzt eigentlich auch die Gänge reinkriegen. Ohne Knacken und Knirschen. Und genau so ist es. Und er fängt auch an zu ruckeln. Hier sieht man das, wenn ich ihn langsam einkupple. Also das ist alles vom Feinsten. Jetzt einmal einen Sensor angegangen, Licht, logisch, weil wir haben ja die Frontscheinwerfer ausgebaut. Ja, was soll ich sagen? Karre wieder aus. In diesem Sinne verbleibe ich mit einem Tschüss aus Spanien. Por siempre.